Wir haben Dosenbier eingekauft an der Tankstelle, so wie das alle Leute in nächster Zeit machen werden, weil die Festivalsaison geht los. Man wird von Freunden angerufen, die fragen, ob man grillen kommen will. Und natürlich hat man nie was zu Hause. Also, wo kriegt man noch was? An der Tankstelle. Und haben das eingekauft. Dosenbier. Guter Klang. Also da, also bei Geruch und Geschmack. Wir haben darauf geachtet, wie das Bier aussieht, wie das Bier riecht, wie es schmeckt und ganz wichtig, ob man weiter trinken will. Es ist die sogenannte Drinkability. Wenn man den ersten Schluck nimmt und denkt, nö. Oder wenn man den ersten Schluck nimmt und denkt, oh ja, sehr gerne. Also vielleicht bin ich jetzt auch mittlerweile geeignet. Was ja wirklich hart ist, ist, wenn man Dosenbier isst und man schmeckt besser aus dem Glas. Das ist, da hat man ja total verloren. Aber auch das gibt's. Das ist, wir hatten Bier, das aus dem Glas wesentlich besser geschmeckt hat als aus der Dose. Finde ich besser aus der Dose. Ja. Ja. Viel besser. Also erkennbar. Und andersrum, dass wir ein Bier hatten, das aus dem Glas wirklich sehr muffig gerochen hat, aber aus der Dose man hat kaum Geruch gehabt und deswegen hat es besser geschmeckt. Geruch war ich einfach erleichtert, dass es eben mal nicht nach nassem Hund riecht. Aber das schmeckt gar nicht. Ich finde wirklich, dass es nur nach einem kleineren Hund gerochen hat. Ich bin immer wieder verblüfft, was man alles schmecken kann. Ich bin bei so Weinverkostungen, wird mir dann immer gesagt, das schmeckt jetzt nach Pferdesattel und nach gerösteten Brombeerkernen. Und ich bin dann immer relativ hilflos, weil ich noch nie an einem Pferdesattel geleckt habe und auch die Brombeerkerne selten röste, wenn ich sie esse. Also das Ergebnis von dem Biertest, ich sag mal, volles Klischee, Stuttgarter Hofbräu hat gewonnen. Die sollten sich allerdings nicht zu sehr auf ihren Lorbeeren ausruhen, weil dicht gefolgt von Krombacher und Becks. Und im Mittelfeld waren Bitburger, Paderborner und Veltins. Qualitativ waren die alle sehr nah beieinander, das muss man auch sagen. Also der Unterschied war in Nuancen. Ein bisschen abgeschlagen waren Warsteiner und 5-0.